Man muss sich dem Land, in dem man lebt, gegenüber loyal verhalten. Und wenn man in einem Land lebt und die Rechte und Pflichten, also die Rechte in Anspruch nimmt, dann hat man auch gewisse Pflichten und dann hat man auch eine gewisse Verantwortung. Ich habe halt wirklich auch Probleme mit dem Koran direkt, weil der Koran ist jetzt ja keine Sammlung von Büchern, sondern das ist eigentlich ein Buch, was mit direkten Befehlsanweisungen, Homosexuelle zu töten, Leute, die sich vom Glauben abwenden, zu töten. Das steht zum Beispiel so nicht im Koran. Genauso aber in den ganzen muslimisch geprägten Ländern, da ist die Todesstrafe auf Homosexualität. Richtig, das ist zwar so, aber das hat nichts mit dem Koran in erster Linie zu tun, sondern das sind Traditionen, die weiterhin übernommen wurden. Das sind Meinungsbilder in der Bevölkerung, die es zu befriedigen gilt. Aber es sind meistens politische Motive, die Politiker dazu veranlassen, solche religiösen Gesetze zu verabschieden. Dementsprechend sehen wir hier mehr Aufklärungsbedarf, weil hier einfach der Kontakt zu Muslimen fehlt und viele Vorurteile, viele Ängste sich dadurch abbauen lassen, dass man einfach mal ins Gespräch kommt. Ich wohne unten am See. Ich sehe nur Männer mit Fahrrädern. Ich sehe keine Frauen. Und was ist Ihre Antwort? Es gibt auch Frauen, aber er hat gesagt, die Route ist zu schwer für die Frauen. Das ist ja sehr oft so. Also, dass der Grund genannt wird, dass die Männer sich auf den Weg machen, aufgrund der gefährlichen Route, und aber die Kinder und die Frauen zu Hause lassen. Ja, aber die Frauen leben ja denn gefährlich. Ja. Die Frauen sind die Angeschmierten, die leben ja gefährlich. Warum verschleiern sich die Frauen und nicht die Männer? Ja, im Koran ist ja generell das Gebot, die Keuschheit zu wahren. Das gilt sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Und es werden im Koran die Männer auch angesprochen, dass sie ihre Blicke zügeln sollen, dass sie ihre Blicke zu Boden senken sollen. Das Kopftuch ist einer Frau im Koran nahegelegt worden. Und ob sie sich daran hält oder nicht und inwieweit sie das befolgt und wie sie das für sich auslegt, das ist ihre Interpretationssache. Mit seiner Kultur sich der Demokratie.